Beef Club, das härteste Kochturnier der Schweiz. 8 Profiköche treten an, um Beef Club Champion 2023 zu werden. Mit 3 Hauptzutaten müssen sie in nur einer Stunde ein Gericht kreieren. Fleisch spielt dabei die größte Rolle. Wer das Duell gewinnt, entscheiden die Punkterichter. Starköchin Meta Hiltebrand und Gastroexperte Andrin Willi. Der Preis? Eine Kulinarikreise im Wert von mehreren tausend Franken. Ready, set and fight! Der Gong zur zweiten Runde hat geschlagen. Das ist der Beef Club! Rufen wir gerade die beiden Kochkämpfer in den Ring. In der blauen Ecke der 32-jährige Sous-Chef, der Christopher Vohr! Ich wollte gewinnen, weil ich das habe, was es braucht, um Beef Club Champion hier zu werden. In der roten Ecke, der 28-jährige Marco von A! Im Internet sage ich immer, dass ich kochen kann, doch jetzt wollte ich mein Können unter Beweis stellen beim Beef Club. Kommen wir zu den 3 Hauptzutaten. Erste Zutat: Haferwurzel. Was zum Teufel habt ihr da gefunden? Ja, Haferwurzel ist vielseitig einsetzbar. Als Klassiker natürlich für ein Püree zum Verwenden. Man kann sie natürlich auch schälen, klein schneiden und ein schönes Ragout machen oder sie in eine tolle Gemüsebeilage einleeren. Und wer richtig Lust hat, kann sie hobeln und in einen Salat tun. Zweite Zutat: Boxdornbeeren. Hey. Habe ich so frisch noch nie gesehen, nur im getrockneten Zustand, aber stelle mir sehr geil vor. Damit die Inhaltsstoffe der Goji-Beere nicht kaputt gehen, sollte man sie nicht zu lange kochen, also nicht zu stark erhitzen, sondern am besten einfach frisch verwenden und ohne grosses Theater servieren. Jetzt wollen Sie sicher noch wissen, was die dritte Hauptzutat ist. Dafür rufen wir unseren Fleischfachmann, der Philipp Klausen! Christopher, Marco, ja, ich sehe richtig, heute geht es tief ins Meer. Für das habe ich euch ganze Kalmar mitgebracht. Sie gehören in die Familie der Tintenfisch. Unsere Prachtexemplare, die sind mit der Handlein gefangen und kommen direkt von Portugal. Und jetzt werden wir euch das Können sehen, dass ihr hier eine richtige Spezialität ausmacht. Und dazu wünsche ich euch ganz viel Glück. Ach, Scheiße. Das Ding noch nie angelangt vorne, noch nie verarbeitet. Das ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich den im Ganzen gekriegt habe. Und jetzt müssen wir mal gucken, was ich daraus zauber. Ihr habt genau jetzt eine Stunde Zeit, ein Gericht zu kreieren. Ready, set and fight! Gutes Duell. Guter Fight. Ich muss schon sagen, also ich habe gelernt, es wird zuerst geschafft und dann gesoffen. Von dem her, der Tequila ist noch nicht verdient. So. Ja, Christoph, du siehst schon ziemlich zielbewusst aus. Kannst du uns schon sagen, was du uns servierst? Noch nicht ganz, bin ich ganz ehrlich. Ganz am Anfang versucht er noch, so ein bisschen geheim zu halten, was er macht. Ich glaube, er hat noch nicht einen hundertprozentigen Plan. Marco, wie sieht es bei dir aus? Kannst du uns schon etwas lustig machen? Ich mache aus der Haferwurzeln probiere ich so ein bisschen ein Rührlei zu machen. Und zwar machen wir einmal so ein bisschen geröstet, einmal ein Püree, vielleicht einmal noch frittiert, wenn es funktioniert. Und einmal noch einen Rohkostsalat, ziemlich frisch abgeschmeckt. Ich glaube, das passt zu den Calamari sehr gut. Und Goji-Beeren mache ich irgendwie noch ein Zitronen-Nuss-Topping. Aber wie das genau am Schluss aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also Christopher, du hast so viel Zeit zum Denken beim Schälen. Kannst du uns jetzt nicht mal sagen, was du vorhast? Sie werden bei mir als Püree verarbeitet werden. Dazu werde ich einen gerösteten Peperoni-Schaum machen, der, glaube ich, ganz gut zum Tintenfisch passt. Und
Die Goji-Beere habe ich mir überlegt, werde ich versuchen, als Chutney zu verarbeiten. Peperoni-Schuhe. Scheint mir alles eine wilde Kombination zu sein. Dabei hat der wichtigste Bestandteil der Kombination den Weg in die Küche noch gar nicht gefunden. Marco, Kalmar und so, weißt du, wie man das auseinander nimmt? So halbwegs, wenn ich ehrlich bin. Aber wir probieren es nachher einfach mal und es kann nicht mehr wie schief gehen. Vielleicht wartet er ja einfach, bis der Christoph seine zuerst hat. Ja, das kann sein. Zum Schauen. Das kann sein. Da kann er lange warten. Immerhin wagen sich die zwei an die frischen Boxdornbeeren, auch bekannt als Goji-Beeren. Sagen Sie mal, ist Kalmar eigentlich schnell zubereitet? Ich hoffe es doch. Die Zeit läuft und es passiert nicht viel. Also ich bin gespannt, was jetzt hier alles noch kommt. Liebe Köche, wir sind bereits in der Hälfte der Zeit. Noch 30 Minuten. Die 30 Minuten sind vorbei und keiner von beiden hat bis jetzt einen Calamari in der Hand. Also es ist unglaublich. Und dann auf einmal. Oh. Bravo. Jetzt bin ich aber gespannt, ob du weißt, wie das geht. Ja, ich im Fall auch. Sag das ganz ehrlich. Zuerst habe ich gedacht, nerv mich jetzt bitte nicht, ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht zu lange denken, sondern ja, ich weiss, man muss auf das innen rausholen mal zuerst. Und dann reiss ihn doch mal raus. Ja? So für den Anfang? Ja, 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 easy. Genau. Dann schaust du mal rein, was dich erwartet. Jetzt. Genau. Und was macht man dann? Ja, ausspülen. Und dann rausnehmen. Drum. Oh Mann, was für eine Sauerei. Was ist dein Konzept mit dem Calamar? Konzept? Hoffen? Nein, Spaß. Aber ich möchte eigentlich nur die Haube benutzen. Also die Tube? Ja, die Tube, die Haube. Gibt auch Schlimmeres, oder? Er nimmt den Kalmar sehr fein auseinander. Es sind kleine Exemplare und es sieht sehr gut aus. Aber ich weiß und er hat es auch gesagt, es ist nicht zum ersten Mal. Das schmeckt einfach langweilig. Marco, machst du gerade einen Test? Ja. Sehr gut. Einfach, dass ich weiß, ob ich das euch schicken kann oder nicht. Also, wenn du vorige Zeit hast, kann man immer Tests machen? Ja, jetzt 20 Minuten. Wenn es funktioniert, dann bin ich nachher eigentlich fertig. Lange das zum Gönnen? Also, wenn alles so am Schluss auf dem Teller ist, wie ich mir das vorstelle, dann findet ihr es geil. Also, ich bin ja noch kein Follower für dich, aber vielleicht könnte es passieren. Nee, aber wieso nicht? Das verdienst du dir heute. Hey. Das verdienst du dir heute. Das verdiene ich mir heute. Dann folge ich dir aber auch nachher. Ich kann aber viel mehr als du. Meinst du? Ja, garantiert. 56 Insta, 106 Facebook. Ja, Facebook habe ich nicht. Facebook ist für die Eltern, weißt du? Ja, eben. Eben. Also die letzten 15 Minuten haben angefangen. Er braucht den hinteren Teil des Kalmar und schneidet ihn in Rindli und vergisst leider, dass man ihn schälen und gut waschen sollte. Marco umgeht das Schälen komplett. Oder doch nicht? Also Marco, ich helfe ja nicht gerne, aber willst du jetzt wirklich nur die Füße vom Tintenfisch brauchen? Du hast ja noch Zeit. Das ist so. Okay, probier es einfach. Reschaffer, was passiert jetzt bei dir mit dem Kalmar? Der macht jetzt gleich Bekanntschaft mit meiner heißen Pfanne. Die Schwierigkeit bei der Zubereitung von einem Calamar ist, dass er leider sehr schnell gummig wird. Er braucht eine konstante Hitze. Das heisst, einmal kurz in die Pfanne und gar nicht lange nachdenken und schon ist er gut. Also das war so Ringli-Brötchen, jetzt wirklich jeder.
Er macht zwei Arten von Kalmar. Tentakel tut er anbröteln und der obere Teil, also der Schirm eigentlich, der Körper, tut er auf die japanische Art einschneiden und dann ebenfalls anbröteln. Das gibt eine wunderschöne Struktur und durch das, dass es eingeschnitten ist, ganz fein, wird es eben auch mit Gummi. Liebe Wettstreiter, die letzten 5 Minuten laufen ab jetzt. Zwei Minuten. Juhu! Die Schoki habe ich drüber geraspelt, weil es das Ganze wie cremig süß abrundet und das passt eigentlich mega gut zur Peperoni, zur gerösteten. So, erst die Dame und dann der Herr. Also meine Lieben, ich habe euch das Püree von der Wurzel gemacht, mit Schnittlauch verfeinert, dazu Kalamaringe scharf angebraten mit Knoblauch. Dann habt ihr eine Goji-Bären-Salsa, gepickelte Goji-Bären, ein geröstetes Peperoni-Schäumchen und dann zum Abrunden ein bisschen Milchschokolade ganz fein oben drüber gehobelt. Na gut. Der Teller sieht für mich aus ein bisschen wie ein Dessert. Es ist alles zudeckt von dem Espuma. Oben drüber die Schoki, die dann aussieht, wie wenn das geronnen wäre. Leider nicht visuell attraktiv. Ein schöner Peperoni-Schaum auf dem Teller. Dann unten dran das Chutney, das er je geschafft hat mit der Goji-Beere. Dann das Püree, das er gemacht hat. Aber leider ein bisschen gummige Calamares. Die letzten 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liebe Jury, ich habe Folgendes aus diesen drei Hauptzutaten kreiert. Und zwar haben wir ein Haferwurzelpüree. Wir haben eine geschmorte Variante. Dann habe ich einen Crunch aus den Goji-Beeren gemacht. Dort ist noch Pinienkerne und Rosmarin drin. Und zum Schluss noch Calamari. Und wir haben noch Flossen bzw. Tentakel schön im Olivenöl rausgebrötelt. Danke. Wunderschöne Achterbahnfahrt serviert Marco auf dem Teller. Es hat vor allem etwas und alle Komponenten kommen super führen. Säure, Süße und Crumble. Also richtig toll. Der Teller ist sehr gut gedacht. Der Teller hat zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite der Körper des Kalmar, auf der anderen Seite Tentakel, in der Mitte das Püree. Sehr schön gedacht, aber schludrig angerichtet. Ausser Öl und Fett und Töpplereien, das geht eigentlich so in einer gepflegten Küche überhaupt nicht. Christopher, vielen Dank für deinen Teller. Rund, süß, kompakt, geradlinig. Mir fehlt ein bisschen Strahlkraft. Obschon du die Salsa mit den Goji-Beeren und den pickelten Beeren sehr schön eingearbeitet hast. Peperoni-Espuma mit der Schoki oben drüber. Zum Schluss auch ein bisschen süß, gewagt. Der Kalmar schön geliert, aber leider ein bisschen gummi. Marco, zweierlei von den Haferwurzeln, Haferwurzelpüree und aber auch schön raus. Bratene Haferwurzel am Stück mit der Zitronenmelisse gibt eine schöne Frische. Allerdings ein bisschen schweres Püree. Nachher der Kalmar, sehr schön gemacht. Die Tentakel waren butterzart. Habe ich geliebt mit diesen schönen Crunch-Elementen, die du eingearbeitet hast. Und der Goji-Beere, ein sehr runder, sehr gelungener, schöner Teller. Ja, Christoph, für das Handwerk ist das oberste Gebot. Und ich sehe, du bist ein Handwerker, da kann ich dir noch gratulieren. Deine Herangehensweise hat super gepasst. Du hast die Komponenten alle schön integriert, ins Gericht umgesetzt. Ein bisschen Crumble hat für mich gefehlt und optisch kann man sicher noch daran arbeiten. Aber man sieht, dass du ein Koch bist. Ja, Marco, umso zögerlicher bist du in der Küche gewesen. Aber vielleicht war das genau auch der Trick gewesen, am Schluss in der Ruhe die Komponenten auf den Teller zu kriegen. Du hast Goji-Beere, Haferwurzel ebenfalls schön eingesetzt. Allerdings sind sie für mich nicht als einzelne Komponenten gut rausgestochen. Aber manchmal muss man die einzelnen auch nicht gut schmecken, wenn das Gesamte rund ist. Liebe Jury, wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Wir haben eine Entscheidung.
Sieger in der roten Ecke, der Marco Pono! Hey, yes, ich habe gewonnen und ich freue mich mega auf die neue Runde und bin mega gespannt, was mich dort erwartet. Das erste Halbfinale ist klar. Wir freuen uns auf nächste Woche zum nächsten Viertelfinal im Beep Club!